Moin Moin aus Hamburg. Vom 22.09. bis zum 25.09.2019 wurde in Hamburg am Hansegate wieder DSDS gedreht. Ich war für euch hinter den Kulissen dabei und habe die Jury gefragt, wie das Fernsehen der Zukunft aussehen wird. Seid gespannt auf die Antworten. Cause I don't care when I'm with my baby, all the bad things disappear. And you make me feel maybe I am somebody. I can deal with a bad night when I'm with my baby. Cause I don't care as long as she's holding me. You can take me anywhere. And you make me feel maybe I am somebody. Ich bin Peter Lombardi. Wer bist du? Ich bin Nico Kutzner. Moin zum Interview. Ja, sehr schön. Was sind deine Fragen? Wie hat sich Fernsehen im Gegensatz zu früher verändert? Ist alles gleich geblieben. Wie sieht das Fernsehen der Zukunft aus? Fernsehen der Zukunft? Weiß nicht, ey. Müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt. Wie hat alles mit DSDS angefangen? Ja, mit Alexander Klaws hat alles angefangen. Und der letzte Gewinner war Darwin. So hat es geändert bis jetzt. Was muss man tun, um bei DSDS gut rüberzukommen und Dieter Bohlen zu überzeugen? Gesamtpaket. Du weißt, man muss gut singen können. Alles, was geht ab, Bruder? Jetzt alles gut? Ja! Ja! Stark, Alter, Bruder. Ding, man muss so sein wie er. Auffällig. Vielen Dank. Kein Problem, Alter. Ich begrüße Sie zum Interview, wenn Sie sich doch kurz bitte vorstellen könnten. Ich bin Juana Nikiti, hallo. Was hat sich beim Fernsehen im Gegensatz zu früher verändert? Gar nichts. Wie hat alles mit DSDS angefangen? Ich habe eine Anfrage bekommen und ich habe mich sehr gefreut, zuzusagen. Was muss man tun, um bei DSDS gut rüberzukommen und um Dieter zu überzeugen? Man muss Leistung bringen und man muss sich nicht verstellen. Man muss ehrlich sein und ja, Leistung hervorrufen. Vielen Dank. Gerne. Im Studio wird mit mehreren Kameras gedreht. Die Szenen werden in der Regie mit einem Filmprogramm im Modus Multicam zusammengeschnitten. Guten Tag, Nico Kutzner mein Name, ich begrüße Sie zum Interview. Servus. Wie sieht das Fernsehen der Zukunft aus? Ja, das ist ja die Frage, ob es überhaupt Fernsehen geben wird in der Zukunft und ob sich die Sender überhaupt an die Sehgewohnheiten der jungen Menschen anpassen können. Denn ich glaube, irgendwann wird es da einen Cut geben und es gibt einfach zu viele Menschen, die nicht mehr mit dem Fernsehen überhaupt groß geworden sind, die eher Programme gucken, wann sie gucken wollen. Da muss man schauen, ob das Fernsehen das überhaupt bieten kann. Was hat sich beim Fernsehen verändert im Gegensatz zu früher? Ich glaube, wir müssen insgesamt gesellschaftlich uns fragen, was sich verändert hat. Was ging früher? Wir haben ja jetzt eine ziemliche Political Correctness. Das heißt, man kann als Comedian oder generell in der Kunst ja nicht mehr die Dinge sagen, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren sagen konnte. Das heißt, vieles da ist auch im Umbruch und man muss gucken, was ist Entertainment? Müsste da mal gucken, wo bewegt sich Entertainment überhaupt hin? Aber für mich ist es so, dass ich denke, es wird immer Nischen geben, es wird immer intelligente Menschen geben, die wissen, was ihre Umwelt, Mitmenschen,
Menschen gerne sehen wollen, die ein Gespür dafür haben. Da muss man einfach schauen, wer macht das Rennen. Wie hat alles mit DSDS begonnen? Für mich hat DSDS mit der Anfrage von Dieter mehr oder weniger begonnen, ob ich hier vielleicht mal mitmachen möchte. Und dann habe ich das mal so sacken lassen, ruhen lassen und dann habe ich gedacht, ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und vielleicht sollte ich das mal machen. Das könnte sehr lustig werden. Und die Zeiten von DSDS, wie sind die angefangen? Ich glaube, die Zeiten waren so, auch damals eben konnte man noch viel krasser agieren. Entertainment war da noch ein bisschen in anderen Schuhen gesteckt und man konnte ganz anders mit den Kandidaten da umgehen. Ja? Man hat da mal, viel frecher, man hat viel mehr Einwürfe, viel mehr Karikaturen da mitlaufen lassen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen abgeschwächt. Man ist viel menschlicher mit den Kandidaten. Von dem her denke ich, dass man einfach generell die Kandidaten ernster nimmt. Es gibt immer noch genügend Verrückte natürlich und ich denke, man sucht es auch ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist sich DSDS da schon treu geblieben. Was muss man tun, um gut rüberzukommen bei DSDS, um vor allem Dieter zu überzeugen? Zum einen muss man bei sich bleiben, man muss sich nicht verstellen, man muss es aber auch drauf haben, eben ein Entertainer zu sein und sich, ohne sich zu verstellen, so angenehm zu verhalten, dass es uns und allen anderen Zuschauern auch eine Freude ist, überhaupt zuzuschauen. Was halten Sie von DAB Plus, ist Digitalradio? Habe ich manchmal im Auto an, aber mittlerweile bin ich schon auf Internetradio im Auto umgestiegen, sodass ich über das DAB schon raus bin wieder. Vielen Dank. Alles klar. Dieter Bohlen war leider nicht für ein Interview bereit, aber für ein Foto. Vielen Dank. Und das war's wieder aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal, euer Nico Kutzner.